Bildung, soziale Gerechtigkeit, Verhalten. Wir haben uns in der Landeszentrale getroffen. Und an dem ersten Workshop-Tag, da haben wir uns mit allgemeinen Sachen beschäftigt. Was ist Politik und was hat Politik mit mir zu tun? Weil keiner uns das Recht eigentlich gibt. Freiheit. Billige Miete. Gerechtigkeit für jeden. Dann haben wir auch noch Interviews mit uns geführt, in denen wir einfach gefragt haben. Was ist Politik? Dass jeder gleichberechtigt wird. Bildung, Gesetze und Meinungen. Wir waren dann auch noch im Landtag und durften bei einer Plenarsitzung zuschauen. Wie bestimmen die das, was uns jeden Tag im Prinzip beeinflusst? Und haben auch Politiker interviewt. Ja, Politik ist die Mitgestaltung unserer Gesellschaft. Habe ich ordentliche Radwege, habe ich ein ordentliches Bussystem? Keiner von uns will einfach ungefragt irgendwo im Netz auftauchen. Wie eine Schule ausgestattet ist, das entscheidet der Gemeinderat. Am anderen Tag sind wir in die Stadt gegangen, haben verschiedene Sachen gefilmt, die einfach was mit Politik zu tun haben, aber im ersten Moment eigentlich gar nicht so wirken, wie als hätten sie was damit zu tun. Da waren wir in der Königstraße. Kaufe ich jetzt lieber das T-Shirt für 5 Euro oder das T-Shirt für 10 Euro? Was ist der Unterschied? Wo kaufe ich Kleidung? Wie wird diese Kleidung hergestellt? Muss ich jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe, mir irgendwas kaufen? Säcke lagen auf dem Boden, die Mülltonnen waren überfüllt. Wenn unsere Welt verschmutzt ist, das trägt sich ja automatisch auch auf mich aus, weil das einfach auch meine Gesundheit schaden kann. Wir waren bei Stuttgart 21. Was sind die Nachteile, was sind die Vorteile? Gibt es überhaupt Vorteile? Nein, wir wollen das nicht oder ja, wir wollen das und da einfach mitbestimmen. Da haben wir Leute gefilmt, die durch die Stadt gelaufen sind, dass die frei sein können, wie sie wollen, machen, was sie wollen. Wie viel Sicherheit benötigen wir, damit wir trotzdem noch frei sind? Und wie viel Freiheit wollen wir, sodass wir aber trotzdem sicher sind? Also mit mir hat Mobilität recht viel zu tun, weil ich ganz einfach jeden Tag zur Schule kommen muss. Wenn ich U-Bahn fahre, dann weiß ich, die Gelder kommen von der Stadt. Was hat Politik mit mir zu tun? Man macht in seinem Alltag einfach Politik. Also ich war geschockt, dass die Jugend eigentlich viel mehr mit Politik zu tun hat, als man sich das vorgestellt hat. Sicherheit, Freiheit, Bildung, soziale Gerechtigkeit, Verhalten.